Hey Leute, hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Showdown. Ja, wie gesagt, Showdown ist ja jetzt das neue Intermezzo-Projekt, sage ich mal, auf dem Kanal, das immer dann kommt, wenn ich gerade kein anderes Video habe, und das ist heute schon wieder der Fall. Deswegen, ja, spielen wir nochmal Runde Showdown. An der Stelle übrigens nochmal vielen Dank an euch für euren krassen Support von der letzten Folge. Da waren einfach nach nicht mal 24 Stunden, hat das Video über 200 Daumen nach oben und ich glaube jetzt sind es knapp 1800 oder 700 Aufrufe oder so. Es ist für meine Verhältnisse ziemlich krass, deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank an euren Support oder für euren Support, an euch für euren Support. Jetzt habe ich es gut. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal, denn wir spielen heute eine Runde Overused mit einem von mir improvisierten Team um Voltolos Tarion. Das hat sich der gute Gio gewünscht. Wir waren auf dem Test und ich habe gefragt, ey, Gio, nimm mir mal irgendein Pokémon, das ich ein Team bauen soll. Voltolos. Okay, gut. Voltolos Team, wir suchen einen Gegner. Das Team, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich probiere es mal aus. Ich mag Voltolos Team sehr, sehr gerne. Aber mal schauen, was unsere Gegner denn hier so für uns im Petto haben. So, unser Gegner bringt ihn mit. Glurak, Dimeteros, Elfun, Latios, Zapdos, Empoleon. Team Preview durchgegangen. Schneller als ein Blitzer. So, was wird das für ein Glurak sein? Ich tippe tatsächlich, ich würde auf Glurak X tippen, weil nichts in dem Team von der Sonne profitiert. Tippe ich darauf auch von der Teamkonstellation her. Das Problem, das mein Team hat, ich habe mit Ausnahme von Voltolos, habe ich nichts, was Vote switchen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Voltolos hier ein sehr solider Lead sein sollte, denn das Einzige, was wirklich als Lead richtig gut gegen mein Voltolos ist, wäre das Dimeteros. Wenn er in Glurak geht, kann ich erstmal Vote switchen. Er hat keine Ground, also gut, er hat Ground Immunität in Form von Dimeteros. Aber dagegen habe ich Morlord. Morlord wallt das Teil komplett. Ihr seht das Team übrigens, hat mir glaube ich auch eingegangen, ne? Voltolos, Stalobor, Meistergriff, Morlord, Fiaro, Serpiruial. Aber die setze ich gleich ein. Ich würde sagen, wir legen los. Ich liege mit Cyclos und er mit Dimeteros. Okay. So, jetzt die Frage. Bist du, wenn du nämlich gescarft bist, wovon ich bei dem Team jetzt ausgehen würde, dann muss ich natürlich raus. Wenn nicht, könnte ich jetzt auf HPIs gehen. Ich gehe mal einfach mal davon aus, dass du jetzt gescarft bist. Mein Team. Wie gesagt, ich habe hier ein Live-Orb Voltolos, ein speziell defensives Stalobor, um so Sachen wie Raikou ein bisschen zu checken. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ihr seht das Set hier gerade. Erdbeben, Eisenschädel, Tarnsteine, Rapid Spin. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Assault Vest, Meistergriff, physisch-defensives Morlord, Schwerttanz, Fiaro und natürlich noch das wunderbare Serpiruial. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in Morlord, wie geplant. Mal schauen, was mein Gegner macht. Geht auf Rock Slide. Rock Slide hätte ich vielleicht sogar noch getankt. Naja gut, ist egal. So, er wird gegen Morlord nicht drin bleiben. Aber er wird, jetzt ist gleich die Frage, ich kann gleich erstmal sehen, ob er gescarft ist oder nicht. Wenn er jetzt nämlich auf U-Turn drückt, dann ist er nicht, nicht gescarft. Möchte ich vielleicht erstmal, ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf Toxin. Geht denn in Polion? Glaube ich nicht. Nein, Elfun. Elfun toxiniert zu haben, ist richtig gut an der Stelle. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre das Dimeteros Choice gehabt. So, was mache ich gegen Elfun? Wenn er jetzt auf Leech Seed geht oder so, wäre das eklig. Ich würde sagen, ich möchte nichts paralysiert haben. Eigentlich. Oder ähnliches. Also Leech Seed, klar. Jetzt die Frage, geht er auf Leech Seed? Ich möchte ihn auch nicht ins Slivering geben, für den Fall, dass er jetzt auf Stunspore geht. Geht er hier auf Stachelspur, was bringt auf Morlord? Gegen Morlord bringt das eigentlich nichts. Ich könnte auch ins Slytherin gehen. Am Ende des Tages macht alles keinen Unterschied. Ich gehe in Edward. Mein Stalobor. Und du gehst auf Gigadrain. Okay. Okay, das ist okay. Speziell defensive Stalobor ist es einfach auf. Großartig. Okay. Und ich würde sagen, das ist eine ganz gute Gelegenheit, jetzt hier unsere Tarnsteine rauszuholen. Er switcht raus in sein Dimeteros und wir holen die Tarnsteine raus. Großartig, großartig, großartig. So. Ich kann eigentlich wieder in Morlock gehen, aber vermutlich geht er jetzt auf U-Turn. Das könnte ich predicten, aber brauche ich Stalobor eigentlich in diesem Match? Ja, gegen Latios ist ein ziemlich guter Counter. Er wird nicht auf Steinhagel gehen, oder? Ich gehe mal in Cyclops, ich bin mutig. Er wird auf U-Turn gehen, glaube ich. U-Turn oder straight fürs Erdbeben. Aber ich glaube, er U-Turn. Damit hätten wir dann ein gutes Momentum. Er geht auf U-Turn, okay. Wir dürften schneller sein als alles außer Latios. Er geht in Empoleon, okay. Es überrascht mich, weil wir gehen jetzt einfach auf Vote Switch. Und dann haben wir das Momentum. Vote Switch. Yo, wir machen richtig guten Schaden. Das ist gut. Ist das vielleicht sogar ein offensives Empoleon?
Wenn ich mir das so ansehe. Ich habe leider keinen H2O-Absorber auf Swagsire. Ich würde sagen, wir gehen den Meistergriff, weil wir die Assault Vest tragen. Dadurch sollten wir alle speziellen Hits ganz gut tanken. Defog. Wie konnte ich Defog vergessen? Natürlich. Aber es ist okay. Jetzt die Frage, möchte er sich im Podium noch aufsparen? Oder gehe ich hier an der Stelle mal auf den Abschlag? Ich glaube, Abschlag ist hier sogar der Play to make. Weil im Podium, selbst wenn er jetzt drin bleibt, ist es okay, weil im Podium kann uns nichts. Im Podium kann uns gar nichts. Und wenn er auf Siedewasser geht und den Burn bekommt, umso besser. Wir haben Adrenalin als Fähigkeit. Er geht in Zapdos, ist okay. Bitte keine Statik. Wobei, eigentlich ist Statik hier gut. Es triggert die Statik, wir kriegen die Leftovers weg. Statik ist hier ganz gut, weil jetzt unser Angriff erhöht wird. Gehen auf Ice Punch. Es sollte soliden Schaden an Zapdos machen. Ich weiß ja nicht, also die Tierschiffs waren ja letztens. Ich weiß nicht, wann das Video hochkommt, entweder Mittwoch oder Freitag. Montag oder so gab es Tierschiffs. Das bedeutet, oh. Ich weiß nicht, ob der Crit gemeldet hat. Ich weiß nicht, ob der Crit gemeldet hat. Ich weiß auch nicht, was mein Gegner jetzt... Aber ich weiß nicht, was er jetzt hier gedacht hat. Aber ist okay. Ist okay. Hallo, Landorus. Es gab Tierschiffs. Ich weiß gerade nicht alle auswendig, aber ich weiß zum Beispiel, dass... Morlord und Tutsasa sind... Und Zapdos sind wieder im OU. Also Morlord aus dem NU direkt ins OU verschoben und Tutsasa aus dem AU direkt ins OU. Ist echt nicht schlecht. Zapdos... Ich weiß gar nicht, warum Zapdos jetzt wieder im OU ist. Vielleicht wegen der Fähigkeit, aber naja... Wobei die uns hier gerade sogar eher in die Hände spielt, aber... Nun gut, ich einfach meinen Morlord, um sicher zu sein. Sagt mein Gegner. Rockslide. Rockslide? Hat jetzt hier damit gerechnet, dass ich wieder in Voltolos gehe. Okay. War eine Prediction... Punkt. Wir gehen mal einfach aufs Scald. Geht er in Elfun? Er geht in Elfun. Ist okay, kriegen wir Chip-Damage drauf. Ja. Nice, 16% und ein bisschen Toxinschaden, ist okay. Ich sehe gerade, dass er keine Leftovers drauf spielt. Was hat er für ein Item? Haben wir das schon gesehen? Wenn ja, dann habe ich es verpasst. So gehen wir an Edward. Oh, er doppelt raus. In Glurak. Oh, das war gut. Das war gut. Tierschiffs, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Mordor und Hutas wieder im OU, ne? Also erstmals im OU. Nee, Hutas ist erstmals, glaube ich, im OU. Mordor war schon mal im OU. Finde ich aber okay, weil das sind Pokémon, die kann man sehr solide im OU spielen. Da ist nichts Verkehrtes dran eigentlich. Wobei ich es krass finde, dass es direkt aus dem NU ins OU verschoben wurde. Man konnte Mold auch so im OU spielen, auch wenn es im NU war. Tatsächlich, finde ich, persönlich. Aber, naja, Zapdos wieder im OU ist, finde ich sogar gar nicht so übel. Ich weiß, ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was mache ich jetzt gegen Lurak? Ich weiß ja nicht, was es für ein Lurak ist. Ich würde, wie jetzt hier rein, würde ich schon fast mit dem Y-Lurak rechnen. Morlord könnte ich noch gebrauchen. Brauche ich Sliverin? Sliverin brauche ich eigentlich nicht. Also, ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal sehr Perugial aufhören, weil das macht in dem Kampf, macht es einfach gar nichts. Es ist ein Xer. Es ist tatsächlich ein Xer. Okay, Flare Blitz ist voll okay. Denn jetzt ist Morlord hier der absolute Hardcounter. So. Ich kann eigentlich auf EQ gehen. Meinetwegen kann er in Elfung gehen. Das wäre mir egal. Ich gehe auf EQ. Fertig. Punkt. Duak macht nichts. Ich möchte jetzt noch nicht overpredicten, weil von Glurak X habe ich Angst. er geht in den Polen, okay, er opfert es. Vielleicht hat er auch mit Siedewasser gerechnet, ich meine, Kopfhörer fliegt raus. Aber wir kriegen jetzt den Polen raus, das ist okay. Und da ist wieder Elfun. Wird er jetzt rausdoublen? Was haben wir gesehen? Wir haben Gigasauger bis jetzt nur gesehen. Weil Latios ist weg, das heißt, Edward brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich würde aber gerne mal die Tarnsteine rausbekommen mit Zapdos und Glurak auf Gegnerseite. Und da geht es straight auf Giga Drain. Perfekt, das bedeutet, wir kriegen die Tarnsteine nochmal raus. Und Zapdos wäre seine letzte Option, die wegzudefoggen. Aber das ist okay, wir gehen auf Tarnsteine. Er geht auf Leech Seed, das ist richtig gut für uns, denn so kriegt Zapdos auf jeden Fall nicht nur Tarnstein Schaden, sondern wird auch nicht sofort dazu kommen, die wegzudefoggen. Das ist okay. So, Leech Seed, Giga Drain. Möchte ich in Fiaro gehen? Ich weiß nicht, was das Ding noch im Set hat. Ich traue mich mal. Geh mal in Mockingjay. Encore, okay. Das Problem ist jetzt, wobei, gehe ich auf Sword Stance? Na, da ist Zapdos halt noch. Wobei, ich weiß nicht, tank Zapdos was nach plus, weiß nicht, wie hoch ich mich boosten kann gegen das Ding. Geht jetzt, ich predikte jetzt mal einen Switch in Zapdos oder ähnliches. Gehen wir direkt auf Flare Bliss. Landorus, okay. Ja, so, okay. Kann ich mitarbeiten. Ich weiß gar nicht, was spiele ich eigentlich für ein Item drauf? Sharp Beak auf Mockingjay? Oh, mein Opponent, der Gegner disconnected, okay. Never mind.
keine Ahnung, was ich gerade für ein Item auf dem Ding spiele. Okay. Gegner disconnected, das bedeutet, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu einem neuen Kampf und wir sehen ein sehr interessantes Team auf Gegnerseite. Ja, ihr seht es halt, im Audio bin ich noch im Low-Ladder. Ich ladder aber auch nicht. ich möchte dazu aber gleich noch irgendwas sagen. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt hier beim Gegner Knackrak, Simsala, Shirox, Serapendra, Tornupto und Lepomentas. Sehr, sehr cooles Team. Nicht gerade die Oyo-viablesten Pokémon, aber ein interessantes Team. Womit kann ich denn hier gut leaden? Voltorosh geht so. Wobei, kommt doch wahrscheinlich, was alles bei ihm gescarft sein könnte. Mit Tornupto und Chomp gescarft sind, habe ich mit Voltorosh ein Problem. Womit könnte er denn leaden? Mit Claydol vielleicht oder mit Knackrak? Wären beides mögliche Leads. Ich glaube, dass Mordot hier sogar gar nicht mal so schlecht. Wobei. Doch, Mold ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Wir probieren es einfach mal. Serapendra, okay. Ah, Bettenpass, natürlich. Ja, ich gehe... Warte, du hast Käferpoison. Wir gehen mal straight in Fiaro, weil wir dann auf Brave Bird gehen können. Super. Okay. Ich hinterfrag's nicht. Gegner macht random Sachen. Ich gehe auf Brave Bird. Wahrscheinlich bleibt er drin. Ich glaube, ich habe Sharpie auf dem Fiaro. Weil ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass Brave Bird mehr Schaden macht. Ja, er bleibt drin. Merkwürdiger Gegner. was ich sagen wollte, damit solche Matches eigentlich in Zukunft vermieden werden und ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, für ein Intermezzo-Projekt permanent zu blättern. Warum da? Warum? Simsala. Tschüss, Brave Bird. Wenn du keinen Sash kriegst, bist du down. Bullshit. Guter Kampf. Ja, ich nutze jetzt einfach mal, um was zu erklären. Und zwar, wenn ihr gegen mich spielen möchtet, was ich auch gerne wieder einführen würde, wenn er / Scissor. Spezielles Scherox. Mit Eisenschädel. Ich habe genug gesehen. So. Immerhin die... Oh, das könnte sogar ein CP-Set sein. Könnte fast ein CP-Set sein. Ich möchte auch wieder gegen euch spielen bei Showdown. Das habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil... Brick Break. weil die Aufnahme ist jetzt sehr spontan. Weil ich war heute den ganzen Tag weg und brauche jetzt doch halt noch ein Video. Ich werde nicht zu den Attacken sagen. deswegen... Wenn ihr auch gegen mich... Ich werde auch hier gegen euch spielen. Ich werde das immer auf Twitter jetzt ankündigen, wenn ich gegen euch spielen soll. Wenn ich Showdown aufnehmen sollte, dann könnt ihr immer in den deutschen Raum auf Showdown kommen. Und dann könnt ihr mich herausfordern. So werden wir das machen. Vielleicht nehme ich gleich sogar noch eine Folge auf. Oder morgen am besten. Nehmen wir morgen noch eine Folge auf. Und dann machen wir das so, liebe Freunde. Dann könnt ihr gegen mich kämpfen. Und das wird cool, ja. Das wird cool. Dabei wollte ich noch was sagen. Und zwar... ihr habt es vielleicht gemerkt, aber Showdown kommt ja aktuell immer dann, wenn kein Duellturm kommt. Und der Duellturm kommt ziemlich oft nicht. Es liegt daran, dass ich oftmals Probleme damit habe, einen guten Termin mit meinen Aufnahmepartnern zu finden. Entweder habe ich mal keine Zeit, wobei das jetzt aktuell weniger der Fall ist, oder meine Co-Moderatoren haben keine Zeit. Und ja, das Ding ist dann halt, dass dadurch dann immer wieder mal Folgen ausfallen. Ne? Dann kommt immer mal eine Woche, kommen drei Folgen und dann ist wieder zwei Wochen nichts. Und ich gehe jetzt einfach in noch einen Kampf. Das war random. Und ich muss ja sagen, ich habe schon Bock auf das Projekt. Ich werde jetzt auch einfach irgendwas nehmen. wobei, ich könnte ja eigentlich ohne großartig schlechtes Gewissen, könnte ich sogar was mit Bob liegen, oder? Joa, warum nicht? Okay. Was wollte ich sagen? Genau. Dann fallen halt immer so viele Duellturm-Folgen aus, weil wir keinen Aufnahmetermin finden und so weiter. Und das finde ich halt echt blöd, ne? Weil das Projekt, ich merke, dass eigentlich ist der Hype für das Projekt komplett weg, weil ich einfach nie dazu komme, wirklich gescheit aufzunehmen. Was ich auch persönlich sehr, sehr schade finde. Ich glaube, dass er jetzt rauswechselt übrigens. Deswegen. Ich möchte das Projekt gerne weiterführen. Das war gut. Toy Scarf, okay. Ich würde das Projekt gerne weiterführen. Das Problem ist nur,
Ja, ne? Ihr wisst, was das Problem ist. Ich habe keinen Bock, dass es immer so unregelmäßig kommt, ne? Das ist halt hart ätzend. Daran würde ich gerne arbeiten. Das Problem ist halt auch, kriege ich das hin, ne? Hinterher ist es halt so, ich krieg's ja wieder hin, dass eine Woche 3 Videos kommen. Und danach setzt es wieder aus. Und darauf habe ich halt gar keinen Bock. Aber, ne, ich möchte das auch nicht abbrechen. Ich möchte das Projekt auch nicht abbrechen, das ist natürlich so das Ding. Ich weiß ja nicht, wie ist es bei euch? Guckt ihr den Duellturm noch? Guckt ihr ihn gerne? Habt ihr Bock auf das Projekt? Habt ihr keinen Bock da drauf? Wenn nicht, ich kann es verstehen. Ich kann es tatsächlich verstehen. Aber ja, was soll ich sagen? Wow, ich krieg den Burn, okay. Es hat alles seine Gründe, ne? Deswegen, Showdown finde ich jetzt immer eine ganz nette Abwechslung mal zu. Jetzt gerade, wo ich eben Lowrider bin und da kann ich ein bisschen labern. Ich weiß nicht, was würdet ihr lieber gucken? Live Showdown Battles Duellturm? Ich möchte Duellturm nicht abbrechen, ist das Ding. Na, möchte ich halt immer noch nicht abbrechen. Aber ist halt, wie gesagt, auch alles ein bisschen schwierig. So, jetzt habe ich genug gemeckert und rumgeheult. Jetzt kann ich mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Das heißt, eigentlich habe ich gar nicht gemeckert. Ich habe eigentlich nur so die Situation mal erklärt, ne? Ja, ist halt nicht einfach. Es ist halt gar nicht mal so einfach aktuell. Eigentlich schon. Es könnte einfach sein. Aber wenn das Projekt unregelmäßig kommt, dann ist es halt nervig. Dann ist es halt nervig für mich, nervig für euch. Und deswegen können wir da gerne mal ein bisschen drüber reden. Ich möchte das Projekt ungern abbrechen, aber ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, boah, gar keinen Bock drauf. Ja. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich bin gespannt. Und der Gegner, boah, der Crit auch noch. Wobei, ich glaube, mit dem Burn ist egal. Oder, ich weiß nicht. Könnte nicht Rapid Spin, Stealth Rock. Ist auch egal, würde uns jetzt rausnehmen. Sein Headbutt hätte daneben gehen können, das wäre schön gewesen. Aber ist okay. Gehen wir in den Cyclus. Swagsire ist eigentlich safe, ne? Swagsire ist eigentlich safe. Was Cyclos können wir auch machen. Code switchen. Scrooge ist eindeutig nicht gescarft, das können wir dann rausnehmen. Das ist, glaube ich, der Play to make. So, Cyclos und Vote Switch. Show me what you got. Sein Nepper, kein Flinch. Wenn du flinchst mich jetzt kaputt, ist das dein Plan? Ist das dein Plan? Crit. Aha. Cool. Sehr cool. Ist Pokémon. Kann ich mich zwar drüber aufregen, aber ist halt Pokémon. So, Scott. Flinch du Mordor jetzt auch kaputt. U-Turn, okay. Alter. Das war lächerlich. Ist okay. Gehst in. Was ist das? Angry Match. Achso, Fragezeichen, okay. Warum kriege ich keinen Burn? Bin ich ein bisschen lächerlich. So, jetzt kommt Giga Drain. Ein paar kleine Probleme ist, glaube ich, gegen das Ding. Ich gehe trotzdem in Bob. Gehe in Bob und ich könnte auf Knockoff gehen. Ja, ich kann einfach auf Knockoff gehen. Das ist okay. Meinetwegen gegen Crocodile, wenn du es möchtest, aber stört mich nicht. Wahrscheinlich ist Absol auch der Mega, aber dann gehe ich da halt auf Mark Punch und das Ding ist weg. Deswegen haben wir hier eigentlich nicht viel zu verlieren an der Stelle. Das Team ist ein bisschen fancy, aber der Gegner scheint wenigstens so halbwegs zu wissen, was er tut. Das finde ich cool. Flamethrower. Okay. Knockoff, mach guten Schaden. Wir kriegen die Assault Vest weg. Und jetzt gehen wir auf Drain Punch. T-Bolt, okay. Para wäre jetzt doch geil gewesen für dich. Aber Lester, ne? Hat er keinen Bock drauf. Okay. So. Was gehst du jetzt? Vermute Tentoxa oder Crobat. Crobat wäre eigentlich safe. Probe ist safe. Was macht er? Ich gehe in Mordort. Geh auf U-Turn meinetwegen. Geh auf den Headbutt, okay. So random. Er hofft einfach überall auf die Flinches. Ist so ein krasser Typ. So, gehen wir aufs Gold. Mit Gold habe ich eigentlich nichts zu verlieren, das ist das Ding. Dann kann ich den Toxer geben meinetwegen, aber den Toxer kriege ich gehandelt, ne? So ist nicht. Vielleicht den Burn? Kriege ich den Burn? Schade. So, die Frage. Geht auf Toxin. Und auf Toxin würde ich gerne in Bob gehen. Ich glaube, ich recover mich erstmal. Sludge Wave, okay, perfekt. Kein Gift, ich kann mich hochheilen.
Wenn da kein Toxin drauf war, kann ich jetzt eigentlich hier EQ spammen. Probieren wir es aus. Oder geht jetzt aus Gold? Oh, ne, aus Gold? Ice Beam. Okay, kein Freeze. Immerhin kein Freeze. Ah, jetzt ein bisschen Angst vor. Ja, aber ihr seht vielleicht gerade, Morlots gewinnt hier jetzt eigentlich. Und das meine ich. Morlot war schon immer ein gutes OU-Pokémon. Finde ich, persönlich. Im XY-Oras-Meter. Kann man nichts gegen sagen. Und wir machen guten Schaden an Absol. So, sorry für den kleinen Cut. Ich bin wieder da. Ja, wir machen guten Schaden an Absol. Ich könnte... Oh, was gehe ich? Möchte ich Bob opfern? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich gehe einfach auf EQ. Fertig. Dann nehmen wir Absol gleich raus. SD. Völlig egal. Du kannst auf SD gehen, selbst wenn du es überlebt hättest. Wir haben Unaware als Fähigkeit. Die Boosts würden negiert werden. Ist jetzt also egal gewesen. Mistplay hier vom Gegner. Aber ist okay. Wie gesagt, Morlock gewinnt hier jetzt einfach. Scald. Dann sollte Rabigato down sein. Entoxa geht nach dem EQ down und Crobat könnte uns kaputt flinchen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht passiert. Und Zwagsire wird seinem Namen gerade gerecht, oder? Hat jetzt einfach gerade. Es sweept. Morlord sweep, ja. Das ist doch cool. Ne, man sagt ja so, ab 4 Pokémon ist es ein Sweep. Morlord sweep gerade. Ich find's großartig. So. Da ich nicht gleich von seinem Headbutt geflincht werden möchte, geh nochmal auf Recover. Jetzt haut er. Okay, geh weiter auf Sludge Wave. Hoff vielleicht aufs Gift. Die 10% Chance kann man nutzen. Aber. Sieht nicht so aus, als würde es passieren. So, EQ, Ice Beam, Freeze. Nein. Nein, nicht gegen mich. Und das letzte Pokémon ist Crobat. Morlot sweept einfach. Es ist so cool. Ich find's super. So, Flinch. Es geht los. Es geht wieder los. Oh nein. Acrobatics. Okay. Scald, Burn. Das wäre jetzt verdient. Nah. Ja, ich recover mich jetzt noch mal ein bisschen dagegen. Wenn er mich jetzt nicht kaputt flinchen sollte oder crittet, ist alles cool. Kingstein? Expert? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Kann sein. Den Eindruck habe ich nämlich. Cross Poison. Ja, er ist an dem Punkt, wo er random Moves drückt. Ist okay. Cross Poison. Stört mich nicht. Burn? Immer noch kein Burn. Unfassbar. Mit Siedewasser habe ich echt kein Glück. Geht bestimmt vielen so. Und Burn. Und immer noch nicht. Ist okay. So, flinche mich kaputt? Nein. Und damit gewinnen wir dieses unglaublich spannende Match. Ja. Das war es auf jeden Fall soweit von mir. Der Part war jetzt auf jeden Fall natürlich competitive-technisch nicht das Geilste von der Welt. Aber, ich konnte ein bisschen über das Format reden. Der erste Kampf war sogar ganz okay. Schade, dass der Gegner aufgegeben hat. Ich hatte ein bisschen Zeit, über das Format hier zu reden, über den Duellturm zu reden, was es damit halt so an sich für Probleme gibt. Ja, was soll's. Einfach mal so ein Laber-Part, ne? Ist ja auch okay. Dann, die nächste Folge wird er wahrscheinlich gegen Zuschauer stattfinden. Das werde ich auf Twitter dann posten. Also, wenn ihr da Bock habt, gegen mich zu kämpfen, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist mein Twitter-Link. Könnt ihr mich dann, also nicht herausfordern. Ich werde dann sagen, wenn ich aufnehme. Und dann könnt ihr mich herausfordern. Und ja, gut. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.